Ich bin Daniel Leupi und ich kandidiere für den zweiten grünen Stadtratssitz hier in Zürich. Natürlich sind viele von den Debatten hier im Zürcher Rathaus strohlangweilig. Spannend finde ich, dass es vorne abläuft. Als Fraktionspräsident moderiere ich die Erarbeitung von gemeinsamen Positionen in der Fraktion, schaue, dass wir unterschiedliche Ansichten ausdebattieren und zusammen neue Ideen entwickeln. Im Rat dann und ich im ständigen Austausch mit den Stadträten und den Gemeinderätinnen und den Gemeinderäten von den anderen Fraktionen versuchen, Mehrheiten für unsere grünen Anliegen zu schaffen. Hier in Morgenthal hat meine Frau ihre Praxis. Als wir Kinder bekommen, war es für uns klar, dass wir die Betreuung aufteilen. Ich liebe es, den Alltag mit den Kindern zu verbringen. Kochen, putzen, Aufzüge machen, aber auch rumblödeln, trösten oder mit ihnen spielen. Spielen, das ist eh eine meiner grossen Leidenschaften. Brettspiel habe ich über alles gern. Der Dreiklang von Familie und Freunden, Beruf und Politik ist so manchmal verdammt anstrengend, aber auch enorm befruchtend. Velofahren, ich liebe es. Es ist einfach sau praktisch und konkurrenzlos schnell. Aber es ist nicht nur das. Ich spüre Wind und Sonne und kann spontan anhalten und im Quartier mit den Leuten schwätzen. Aber natürlich, auch ich finde es nicht lustig, wenn es gerade oben runterschifft. Das Größte für mich ist aber, mit dem Velo durch fröhliche Landschaften zu fahren und am Abend auf einem Dorfplatz anzuhalten und ein Bierli zu genießen. Der Verkehr ist ein zentraler Teil unserer Lebensart. Aber wir müssen in Zukunft definitiv anders organisieren. Wir müssen alle unsere Energie in öffentlich Fuß- und Veloverkehr stecken. Nur das bringt den Bewohnerinnen und Bewohnern unserer Stadt die grösstmögliche Lebensqualität. Und unser Planet, der verträgt auch gar nicht anders mehr. Was mache ich eigentlich, wenn ich nicht politisiere? Neben dem Alltag mit meiner Familie habe ich das Glück, dass ich meine Leidenschaft Velo zum Beruf machen konnte. Ich bin der Geschäftsführer von der Slow Up, der 15 autofreien Erlebnistag. Ich bin stolz, dass aus unserer Idee einer der grössten Anlässe in der Schweiz geworden ist. Mit mehr als 400'000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern jedes Jahr. Für die Slow Up haben meine Partner und ich 15 Organisationskomitees in der ganzen Schweiz aufgebaut, die die Anlässe jetzt nach unseren Vorgaben umsetzen. Besonders freut es mich, dass es uns gelungen ist, dass fast überall bürgerliche Politikerinnen und Politiker die Organisationskomitees führen.